Es hat sich ja schon eine Betroffene gemeldet bei dem Thema Shoyoka. Shoyoka missbraucht die Erfahrung von Betroffenen. Sie spielt sich selbst auf als Opfer, zum Beispiel angebliches Opfer von Kinderpornografie, also frei erfunden. Das ist schon mehr als eklig. Und deswegen lassen wir wieder Betroffene zu Wort kommen. Und ich schaue mir das an. Es gibt ein neues Video von Miss Nice Forward, die übrigens dann direkt diffamiert worden ist als SIF, was ein riesiger Unsinn ist. Also man muss nur ein bisschen recherchieren, um zu merken, dass diese Person überhaupt nichts mit SIF zu tun hat. Aber es wird halt mit Schmutz geworfen. Jeder, der ein bisschen Kritik äußert, wird mit Schmutz beworfen. Und dann kommen dann halt auch irgendwelche Schmuddelartikel wie dem in der Zeit. Sowas kommt dann halt raus. Wir schauen direkt rein in das Video. Da ist es nämlich. Hallo ihr Lieben, aus gegebenem Anlass durch ein... Oh, das ist aber sehr leise. Ich glaube, das muss ich ja wirklich laut stellen. Das muss ich ja wirklich laut stellen. Du meine Güte, ist das leise. Mal gucken. Einen gewissen Artikel und die dazugehörige Berichterstattung durch einen sehr bekannten Repräsentanten für hochbezahlte Idiotie, finanziert durch Steuergelder, mache ich dieses Video schneller als geplant. Es ist Es das geht wahrscheinlich jetzt um Böhmermann. erste dieser Art und werden noch weitere folgen. Ich verzichte bewusst auf einen Einspieler von Shuyoka, um Ja, das... natürlich, weil sie sonst sicherlich versuchen wird, es per DMCA runterzunehmen. Risiko, um das Risiko zu minimieren, dass irgendwie irgendjemand was gegen dieses Video machen kann. Bevor es ernst wird, möchte ich auf etwas aufmerksam machen. Also wichtig, Triggerwarnung. Hier geht es um ziemlich belastende Themen. Wer das nicht aushält, sollte es sich nicht anschauen. Ich muss mal schauen, ob ich auch sogar eine Warnung mache. Ich denke mal, dass es auch um sexuelle Themen geht. Oder andere Sachen. Aber ich mache sicherheitshalber mal eine Triggerwarnung rein. Ich gehe davon aus, dass es um Missbrauchsthemen geht. Deswegen. Also, wer da Erfahrung hat, Traumata, dann schaltet dieses Video jetzt aus. Und wir schauen weiter. Und zwar auf die Tatsache, dass der SIF durchaus imstande ist, Liebe und Empathie zu verbreiten. Das, was auf Twitter gerade los ist, finde ich total schön. Ja, liebe Der Shoyoka, der sogenannte SIF, ja. ganze SIF hält zusammen. Nicht, dass wir uns noch zu einer gesellschaftsfähigen Bubble entwickeln. Hey, ich bin doch nicht mutig genug und habe meine Antwort auf deinen Post wieder gelöscht. Nun aber hier meine Story. Ich war ein typisch vernachlässigtes Kind und mein Nachbar ging ganz klassisch vor. War für mich da, hörte mir zu und schenkte mir dann auch mal eine Mark. Dauerte nicht lang, da wollte er für die Mark einen Kuss auf die Wange. Ist ja nicht schlimm und kein Ding. Kam aber, wie es kommen sollte. Ich war 9. Ups, ja, das ist deswegen die Triggerwarnung. Das Schlimme daran war, ich konnte danach nie wieder Nein sagen und hatte gefühlt Opfer auf der Stirn stehen, was zu weiteren Vergewaltigungen führte. Shoyuka kannst du mit ihrem Gequatsche, sie sei Überlebende, nicht ausweichen, es sei denn, du löscht das Internet. Was für die jungen Menschen in meiner Selbsthilfegruppe unmöglich ist. Ich habe ihr deshalb einen offenen Brief geschrieben und den blende ich jetzt ein. Und ihre Antwort darauf.
Lese ich mal. Ich kenne den Brief, ja. Alter, das antwortet sie doch. Ich gar nicht gesehen. Ja, das ist die Story, die sie vorgelesen hat. Ich kann es nicht vorlesen, es ist einfach nicht schön. Liebe mutige Emmy, ich kann jetzt noch nicht. Seit ich versuchte zu erklären, wie sich Shoyukes Verhalten für uns anfühlt, fühle ich wieder, wie es sich anfühlt. Ich verstehe das zu 100%. Ja, genau das nennt sich mich retraumatisieren. Das ist retraumatisieren. Ich unterbreche ganz kurz. Das ist der, auch der Grund, warum ich damals so wütend wurde, als sie behauptet hat, sie sei Überlebende von Kinderpornografie. Das ist einfach etwas so Widerwärtiges, denn wenn sich ein bisschen mit dieser Thematik auskennt, weiß, das ist vermutlich das Schrecklichste, das Schlimmste. Das ist wirklich, das ist so etwas, solche Entstehung, das ist das pure Böse. Es gibt nichts Schlimmeres, es ist das pure Böse. Man schaut in die Fratze des Teufels, wenn man solche Erfahrungen machen muss. Seit ich deinen Post gesehen habe, übergebe ich mich jedes Mal, wenn ich etwas dazu schreiben will. So ist das, wenn Shoyuke Opfer triggert. Und ich bin in Sicherheit und habe ein ganzes gutes Leben. Wie mag es Menschen gehen, die sie imitiert und dadurch benutzt, die nicht in Sicherheit psychisch und physisch sind? Shoyuke sollte ihre Probleme angehen und sich dem stellen, dass sie so werden ließ. Aber bis dahin muss sie aufhören, uns und die Nacherzählungen unserer Gefühle zu benutzen. Kann ich auch voll verstehen. Meine erste bewusste Erinnerung ist ein Schatten aus einer Zeit, die ich am liebsten aus meinem Gedächtnis löschen würde. Ich war erst 3 Jahre alt und doch hatte ich bereits erfahren, was es bedeutet, missbraucht zu werden. Der Mensch, der mich gezeugt hatte, dem ich vertrauen sollte, zerstörte meine kindliche Unschuld. Doch dieser Albtraum hörte nicht auf, als die Jahre vergingen. Er nahm lediglich andere Formen an. Physischer und psychischer Missbrauch innerhalb meiner Familie trieben mich in eine Hölle aus Manipulation und Gewalt. Dann die Pflegefamilie, in der ich statt Zuflucht erneut den Griff des Missbrauchs erlitt. Und schließlich die Beziehungen, die ich einging in der Hoffnung auf Liebe und Geborgenheit. Doch die Dunkelheit meiner Vergangenheit schien immerzu, mich zu verfolgen. In dieser Dunkelheit war ich gefangen und ich begann zu glauben, dass dies meine Bestimmung sei, dass ich es nicht besser verdiene, dass ich es nicht wert bin, glücklich zu sein.
Auch ich möchte mich zu der Thematik äußern, die gerade auf Social Media viral geht, aber meiner Meinung nach noch nicht viral genug. Gestern Abend wurde ich auf Twitter als Lügnerin geframed, als Doxerin, nachdem sich ein User über meine Betroffenheit lustig gemacht hat und ich ihn darauf angesprochen habe. Warum? Weil er Shoyoko um jeden Preis verteidigen wollte. Auf Kosten anderer. Genau deshalb melde ich mich jetzt zu Wort. Die Lügen und Aussagen dieser gewissen Streamerin schaden wahren Opfern und Betroffenen. Auch ich bin eins dieser Opfer. Ich war gerade 14, als mir etwas passiert ist, das ich nicht näher eingehen möchte. Aber es war so schlimm, dass ich auch 20 Jahre später noch darunter leide. Ich habe damals Panikattacken entwickelt, selbstverletzendes Verhalten, Depressionen. Ich habe mit 14 versucht, mir das Leben zu nehmen. Und auch nach jahrelanger Therapie habe ich immer noch Probleme. Ich bin immer noch in Behandlung und ich arbeite immer noch daran. Drei Jahre war ich jetzt standhaft, mich nicht selber verletzt. Doch was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist, hat mich in alte Verhaltensmuster zurückfallen lassen. Ich schäme mich dafür. Aber ich bin auch wütend. Wütend, dass es Shoyoka schafft, so vielen Menschen erneut Leid zuzufügen. So viel Schmerz und Retraumatisierung. Sie zerstört mit ihren Lügen all die harte Arbeit, die Glaubwürdigkeit, die wir uns als Opfer erst erkämpfen mussten. Ich erinnere mich noch an die Frage der Polizistin damals, der das sichtlich unangenehm war. Aber sie müsste mich das fragen. Was hatte ich an? Ich war 14. 14 Jahre alt. Und wenn ich Shoyoka reden höre, kommt all das Trauma wieder hoch. Die Erinnerungen, die Demütigungen, die Angst, die Ohnmacht. Ich weiß, wie es ist, wenn man im Supermarkt eine Panikattacke bekommt, weil mein eigener Mann von hinten an mich herangetreten ist, obwohl er sich angekündigt hat. Oder wenn man eine Panikattacke bekommt und der Notarzt so viel Beruhigungsmittel in einen reinspritzt, aber der Körper so mit Adrenalin vollgepumpt ist, dass es keine Wirkung zeigt. Man glaubt, sterben zu müssen in diesem Moment. Und gleichzeitig weiß, dass man nicht sterben darf, weil man seine geliebten Menschen nicht zurücklassen kann. Dieser innere Konflikt zwischen dem Körper, der kämpft, und der Seele und dem Herzen. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man dissoziiert, nicht mehr Teil des eigenen Körpers, der eigenen Wahrnehmung ist. Ich habe einen wundervollen Mann an meiner Seite, der mich durch all das hinweg begleitet, der schon seit 13 Jahren an meiner Seite ist, den ich bereits kannte, als ich 14 war. Meine erste große Liebe, von dem ich mich damals getrennt habe, aus Angst. Aus Angst war vor dem, was mir passiert ist. Dieses Trauma, diese Angst begleitet Opfer wie mich ein Leben lang. Wir lernen vielleicht damit umzugehen. Und es gelingt mal mehr, mal weniger gut. Aber es bleibt immer Teil unseres Lebens. Shoyoka nutzt dieses Leid für sich selber. Sie ist kein Opfer. Sie war ein Teenager, der freizügige Bilder verschickt hat. Sie war kein Kind und sicher keine Betroffene von Kipo. Dass man diese Bilder verschickt, verkauft, was auch immer hat, ist zutiefst verachtenswert und sollte keinesfalls gebilligt werden. Ich glaube ihr sogar, dass sie das sehr mitgenommen hat und dass sie darunter gelitten hat, dass ihre Familie darunter gelitten hat. Das glaube ich ihr. Aber bei Gott, Shoyoka, du bist verdammt nochmal keine Überlebende. Du hast keine Ahnung, was es heißt, Überlebende zu sein. Es geht hier auch nicht darum, wer das größere Opfer ist. Es ist kein Wettbewerb. Es geht nicht darum, ob man Opfern ansieht, dass ihnen was passiert ist. Oder dass sie sich wie Opfer verhalten sollen. Oder wie sich Opfer verhalten sollen. Was auch immer Shoyoka da in ihren Streams noch von sich gibt. Ich habe das irgendwann einfach ausgeblendet. Shoyoka verbietet Opfern wie mir und wie anderen Frauen den Mund. Band Kommentare Betroffener weg, weil sie meint, dass so nur sie die Deutungshoheit hat. Es muss ein Ende haben. Hier und jetzt. Eine letzte Bitte habe ich noch. Wenn Shoyoka und ihre Machenschaften, ihre Bubble euch triggern, nehmt Abstand. Sucht das Gespräch mit Freunden und Familie, eurem Therapeuten, mit anderen Betroffenen. Auch ich habe immer ein offenes Ohr. Viele andere haben immer ein offenes Ohr. Bleibt stark. Ihr seid nicht allein.